Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem ganz neuen Video einer auch sehr neuen Sendereihe. Ich möchte euch heute mal die Feinheiten und Details und Hintergrundinformationen zu den Standard 1 Bussen vorstellen. Dabei soll es vor allen Dingen erstmal um die Traditionsbus Berlin gehen, die ATB. Und dort möchte ich euch einige Hintergrundinformationen zu den einzelnen Fahrzeugtypen geben und euch mal den ein oder anderen etwas genauer vorstellen. Später werde ich mich dann den wirklichen Feinheiten, was die Standard 1 Busse und auch speziell mein Armaturenbrett angeht, widmen und euch dazu etwas erklären. Ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß mit diesem Video. Beginnen möchte ich einfach mal mit einer Auflistung der Fahrzeuge, die im Besitz dieses Vereins sind. Ihr kennt den Verein, schätze ich mal, hauptsächlich durch OMSI, denn auch da fahren ja überwiegend in der Standardversion, also in dem Standardspiel OMSI oder OMSI 2, Busse der Traditionsbus rum oder teilweise auch noch Busse in den Jahren, bevor die Traditionsbus aktiv wurde. Jedenfalls möchte ich euch jetzt erstmal die Fahrzeuge vorstellen. Der Verein verfügt über eine ganze Menge Fahrzeuge, die man jetzt hier gar nicht alle auflisten könnte. Deswegen jetzt nur mal die Auflistung der wichtigsten, die sich in einem betriebsbereiten Zustand befinden und nicht in der Aufarbeitung. Da gibt es zum einen verschiedene Büssings, die ja mittlerweile recht selten geworden sind. Natürlich auch den Büssing-Präsidenten, den Büssing-Präfekt, verschiedene Büssing, die 2U-Doppeldecker, dazu komme ich dann später noch, und auch E2Hs von Büssing, also ein Decker, ein Mannwagen, denn E2H steht für ein Mannwagen, zwei Achsen und Heckantrieb. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge an MANs, die ja auch alle in OMSI so nachgebaut wurden, der ganze Typus der Familie SD200 und teilweise auch SD202. Ich möchte mich jetzt aber hier mal auf die SD200 konzentrieren, da ist nahezu alles vorhanden von SD74 als ältestes Fahrzeug mit Baujahr 74 bis SD85 ist alles dabei. Außerdem dann noch Eindecker-MANs wie der MAN SL 200 E2H. Außerdem solche Wägen wie der DBE85, ein O405 mit der berühmt-berüchtigten Airport City-Lackierung. Soweit ich weiß, befinden sich auch zwei oder mehr Mercedes-Benz O305 E2H im Besitz der Traditionsbus Berlin. Die sind aber, soweit ich weiß, nicht im fahrbereiten Zustand oder befinden sich in der Aufarbeitung oder werden nur für sehr spezielle Anlässe eingesetzt. Die Fahrzeuge fahren meistens auf der Linie 218 in Berlin. Überwiegend fährt dort dann der Wagen 3413. Ein MAN SD85, der ist also am häufigsten anzutreffen. Am Wochenende sieht man dann auch ab und an mal den Wagen 2329, einen Büssing DE71. Eher selten fährt dagegen dann mal der Wagen 1749. Das ist ein MAN SD80. Und zu ganz besonderen Anlässen wie Hochzeiten, Charterfahrten und so weiter kann man dann auch mal den Wagen 1629, den Büssing D2U 64 sehen oder eben auch anmieten. Dieser Bus ist eben meistens für Feierlichkeiten reserviert oder für Feierlichkeiten bestimmt und ist im Linienverkehr so gut wie nie anzutreffen. Wenn das wirklich mal der Fall sein sollte, dann hat man echt einen verdammten Zufall erwischt. Das ist nämlich ein Schaffnerwagen mit dem Einstieg hinten. Das sind ziemlich alte Fahrzeuge, die den Einstieg noch hinten haben. Und alle anderen Fahrzeuge, die im Bestand der Traditionsbus Berlin sind, die werden eher selten und vor allen Dingen auch unregelmäßig eingesetzt. Hier jetzt nochmal ein paar Bilder vom D2U 64 von Büssing, der ja mit einer schönen Bandwerbung ausgestattet ist, und zwar von Bodenheim, einem ehemaligen Berliner Teppichhaus. Ich denke mal, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Was relativ charakteristisch ist für die Traditionsbus Berlin, sind die Karten, die immer in den Scheiben oder an den Scheiben an der Seite der Busse angebracht sind, so dass man gleich den Steckbrief quasi die wichtigsten Informationen der Busse sieht und nachlesen kann. So, jetzt nochmal spezielle Fahrzeugdetails
zum D2U64. Er hat die Wagennummer 1629, wurde am 17.05.1965 von der BVG in Dienst gestellt. 64 wurde er gebaut. Der Aufbau wurde von Ohrenstein und Koppel in Berlin-Spandau durchgeführt. Ihr kennt O und K bestimmt alle. Auch in OMSI gibt es Loks von O und K. Und das sieht man auch öfter mal eben auf Eisenbahnfahrzeugen oder auf den Berliner Doppeldeckern vorne als Emblem. Ja, der Motortyp, die Leistung ist ein Büssing U10 mit 150 PS als Unterflurmotor. Gesteuert wird der Wagen von einem Getriebe Voith Divabus 200S als Automatikwagen mit zwei Fahrstufen. Es gibt 36 Sitzplätze im Oberdeck, 34 im Unterdeck und Stehplätze im Unterdeck 8 auf der Plattform 9. Also damals wurde schon noch Wert darauf gelegt, dass man sich bequem hinsetzen kann. Stehplätze waren dann eher die Ausnahme. Ein Einsatzbetriebshof dieses Busses war vor allen Dingen Zehlendorf in der Winfriedstraße von 1965 bis 1976. Der Linieneinsatz dieses Busses bei der BVG war am 25.05.1976 beendet und er wurde dann bei der ATB eingeweiht am 3.05.1993. Die wichtigsten Details: dieser Bus ist der letzte nummernmäßige Wagen des Typ D2U. Von 1976 bis 1993 diente er als BVG-Museumsbus auf dem Betriebshof in Britz, auch relativ bekannt. Und am 16.05.1995 erfolgte dann die Wiederzulassung als Kraftomnibus durch die Arbeitsgemeinschaft Traditionsbus Berlin. Seit Mai 2000 gibt es jetzt dann den gelegentlichen Einsatz auf der Linie 218 in Berlin. Da verkehrt er bis heute. Zum Innenraum. Ihr seht hier ein paar zwar nicht sehr gut aufgelöste, aber ich denke, man sollte das Wichtigste erkennen. Ein paar Fotos vom Innenraum. Da ist die Vorderseite hier zuerst zu erkennen. Rechts befindet sich eine zweiflügelige Tür. Hier auf dem zweiten Bild ist der Innenraum von hinten zu erkennen. Man sieht schon an den charakteristisch zeitgenössisch grünen Polstern den Stil der 60er Jahre. Hinten befindet sich dann eben die Eingangstür und da steht der Schaffner und fährt mit und kontrolliert die Fahrscheine, öffnet die Tür, schließt die Tür, wie auch immer. Leider liegen mir jetzt keine Bilder vom Oberdeck vor. Ich kann aber sagen, dass im Oberdeck seitliche Sitzbänke vorhanden sind, also keine normal angeordneten, sondern seitliche. Von der Einrichtung her entspricht das den Bildern, die ihr gerade gesehen habt. Und hinten einsteigen, bitte, das musste der Schaffner bei der Fahrt auf der Linie 218 aus dem Bus rufen. Heute kennt keiner mehr dieses Hinten einsteigen, das sorgt dann eher für Verwirrung, ist aber für den korrekten und vorbildgetreuen Museumsbetrieb auf jeden Fall vonnöten. Der Fahrer gelangt von außen dann direkt in die Fahrerkabine. Er hat seine eigene Tür, die dann eben links am Fahrerplatz positioniert ist. Damals war es eben noch so, dass diese Busse links eine Tür für den Fahrer hatten, ebenso wie beim Auto, dass der Fahrer unabhängig von den Fahrgästen einsteigen konnte. Das sieht man auch noch bei alten Setras und überhaupt alten Bussen aus der Zeit der 60er Jahre ungefähr. Ja, kommen wir zum Büssing DE71. Das ist der Wagen 2329 der BVG. Es ist ein Bus, der das erste Mal im Linieneinsatz am 28.01.1972 zum Einsatz kam. Der letzte Linieneinsatz war dann am 21.12.1984 und der Motor ist ein Büssing U7D mit 156 PS Leistung. Der Bus hat ein Voith Diva 502-2 Automatikgetriebe, auch mit zwei Fahrstufen. Aufgebaut wurde der Bus von Gaubschat in Berlin-Neukölln. Also man sieht, dass die Busse möglichst in der Stadt, in der sie am meisten eingesetzt wurden, auch aufgebaut wurden, eben hier in Berlin. Diese Büssing-Doppeldecker waren eben hauptsächlich in Berlin beheimatet, in anderen deutschen Städten eventuell auch mal, eher kurzzeitig, aber nie so häufig und frequentiert wie in Berlin. Ja, das Oberdeck bietet dann Platz für 53 Fahrgäste. Im Unterdeck können 37 Fahrgäste sitzen und 8 Fahrgäste stehen.
Die Einsatzbetriebshöfe dieses Busses waren die Grade Straße in Britz und die Cicero Straße ebenfalls in Britz. Zur ATB übergegangen ist der Bus am 14.08.2001. 1986 bis 2001 war der Bus ein Linien- und Werbewagen des Fantasielands Brühl. Also hat er damals Berlin verlassen und ist dann erst später wieder in seine Heimat zurückgekehrt. Der Bus ist ein Ein-Mann-Wagen, der den Einstieg vorne hat. Heutzutage wird dieser Bus mit einer zeitgenössischen Lackierung gefahren, und zwar von Schlüter Flammenbrot in Berlin. Diese Pop-Werbung, so nennt man die Werbungen, die sich über den kompletten Bus erstrecken, sind immer sehr auffällig und in dem Fall wirklich sehr aufwendig auch bedruckt, also ein wirklicher Hingucker. Immer schön mit diesem Ein-Mann-Schild vorne dran, damit man gleich weiß, hey, das ist ein Ein-Mann-Wagen. Der wird nur vom Fahrer gesteuert. Das war damals sehr, sehr wichtig für die Fahrgäste, die an den Haltestellen standen, denn sie mussten ja wissen, ob sie ihre Fahrkarten beim Fahrer kaufen können oder ob sie die nur abstempeln können. Hier sieht man jetzt den Fahrerarbeitsplatz vom Büssing DE71, ein für heutige Verhältnisse echt spartanischer Arbeitsplatz. Hier fällt besonders das dreispeichige Lenkrad auf, das entstammt ebenso wie eigentlich alle Lenkräder dieser Zeit dem Lenkradwerk Petri. Diese alten Lenkräder, die sind durchgehend aus Bakelit gefertigt, was zwar sehr stabil ist auf den ersten Blick, das ist eine Duroplaste, ein Kunststoff, ich möchte jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber jedenfalls sind diese Lenkräder, wenn sie Hitze oder Schlägen ausgesetzt werden, Erschütterungen ausgesetzt werden, doch recht empfindlich und auch gegen Nässe und UV-Lichteinwirkung sind sie relativ empfindlich und springen so leicht. Also Lenkräder zu finden, die dann noch komplett intakt sind, ist schon eine kleine Herausforderung. Auch auffällig ist hier bei dem Bus, dass das Armaturenbrett noch ein ganz individuell gefertigtes Armaturenbrett war. Später kam ja dann der Verband öffentlicher Verkehrsbetriebe VÖV, der die Armaturenbretter standardisiert hat. Für alle Hersteller ein Standard-Armaturenbrett mit jeweils dann unterschiedlichen Schalteranordnungen. Und man hat aber dann eben schon versucht, einheitliche Standard-Armaturenbretter zu entwickeln. Und hier beim Büssing sieht man eben noch ein Armaturenbrett von vor dieser Zeit, bei dem eben alle Elemente noch je nach Hersteller belieben gesetzt wurden. Das Armaturenbrett ist auch bewusst relativ niedrig gehalten, sodass der Fahrer einen sehr guten Blick auf alle Instrumente hat, und das Lenkrad ist mit einer sehr stabilen, dicken Lenksäule ausgestattet, also nichts für filigrane Hände. So, jetzt möchte ich zum MAN SD80 kommen. Den kennen ja die meisten von euch noch aus OMSI 2. Und dieser Wagen ist der Wagen 1749 der BVG. Es handelt sich, wie eben gesagt, um einen Vertreter der MAN SD200 Bauserie, genauer gesagt eben einem SD80. Der erste Linieneinsatz erfolgte am 1.10. Der Aufbau erfolgte komplett durch Ohrenstein und Koppel in Berlin-Spandau. Der Motor ist ein MAN 2566 MUH mit 192 PS Leistung. Also die Busse wurden von 1974, wo der erste hergestellt wurde, der SD74, bis 1985 dann, der letzte SD85, immer leistungsfähiger, immer mit noch mehr PS quasi ausgestattet. Und dieser SD80 ist jetzt quasi ein Mittelvertreter, der da schon relativ fortschrittlich für seine Zeit ausgestattet war. Der Bus hat ein Voith D851 Automatikgetriebe mit drei Fahrstufen. Ihr kennt das 1, 2, 3, N und R. Die 3 ist dabei für die komplette Automatik zuständig. Die 1 und die 2 war dafür da. Da konnte der Fahrer zum Beispiel bei Bergen oder Hügeln, bei Steigungen wählen, welche er nehmen wollte, um dem Bus ein bisschen leichter zu machen, da den Berg hochzukommen. Und R, wie gesagt, für den Rückwärtsgang, N für die Neutralstellung. Ja, im Oberdeck finden 47 Fahrgäste Platz, im Unterdeck können 34 Fahrgäste sitzen und 8 Fahrgäste stehen. Im Oberdeck ist das Stehen verboten. Die Einsatzbetriebshöfe waren seinerzeit Zehlendorf und Spandau. Besonderheiten an diesem Bus sind die zwei Treppen, die er hat. Die gab es zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht so oft,
weil die Büssings eigentlich immer nur eine Treppe hatten. Dieser SD ist der letzte SD mit Kunstledersitzen. In den nächsten SD-Serien gab es dann nur noch Stoffsitze. Auch hier ein sehr schönes Bild vom Fahrerarbeitsplatz. Hier sieht man jetzt ein standardisiertes VÖV-Armaturenbrett der Standardbus 1-Klasse, der ja dieser Bus entstammt. Das ist ein relativ vom Alter her mittelmäßiger Standard 1-Bus. 1980 als Baujahr ist er relativ mittendrin. 1974 ist dann schon ein früher Standard 1-Bus und alle Standard 1-Busse verfügten eben über ein einheitlich gemachtes Armaturenbrett mit der immer gleichen Form. Der Hersteller konnte dann etwas variieren, was die Schalteranordnung anging und auch an die Kontrolllampenanordnung konnte sich da irgendwie angepasst werden. Aber so die Grundzüge auch vom Lenkrad und den ganzen Positionen vom Zahltisch her waren vorgegeben. Ja, ich gehe kurz mal auf das Armaturenbrett selbst ein. Man hat hier, man sieht es, ein Bakelit-Lenkrad, wie ja gerade schon erwähnt, mit einem elfenbeinfarbenen Hupenknopf, der heutzutage extrem selten ist und der noch ein bisschen an die Büssing-Vorgänger erinnert. Denn auch diese Vorgänger, die ersten richtig, richtig frühen Standard-1-Busse von Büssing, hatten öfter mal so einen Elfenbein-Hupenknopf. Dementsprechend selten oder rar ist der Hupenknopf jetzt hier bei MAN. Außerdem ist natürlich charakteristisch die Feststellbremse, die sich noch im Armaturenbrett selbst befindet. Das ist ein Federspeicher-Feststellbremsventil von Wabco. Und man sieht hier auch schön in den Automatiktaster, der auch noch der frühen Bauart entstammt. Das ist eher nur für den Kennerblick ersichtlich, fällt normalerweise kaum auf. Aber man sieht es an den Tasten, die die Ränder nicht ganz so dick haben wie bei anderen neueren. Hier sind sie eher dünner und zeugen somit von einer recht alten Bauart dieses Gangwalt-Tasters. Ansonsten die üblichen Schalter, die Schalter für den Motorstart, den Batterietrennschalter und die Motorabstellung, die Zündung, die Kontrolllampen mit der für Berlin typischen Haltezeichenleuchte in Gelb ganz rechts und die Anzeigen von MAN, die Rundinstrumente, die ja von VDO gefertigt sind, die bei MAN eigentlich immer über den flachen Rand verfügen und nicht über den abgerundeten Rand wie bei Mercedes-Benz. Das sind aber wirklich Kleinigkeiten. Ansonsten gibt es noch die Berliner Türsteuerung zu nennen mit den speziellen Türtastern und der speziellen Automatik mit der Türflügelsperre etc. Das ist Berliner Standard, ja, das haben die Berliner Busse so an sich als Besonderheit. Bei normalen MAN, SLs zum Beispiel oder SGs, SÜs war das nicht der Fall. Da war eine ganz andere Türsteuerung Standard. Hier sehen wir jetzt nochmal ein Bild von der Rollbahnsteuerung. Die erfolgte bei diesem Bus für seine Zeit richtig modern. Man konnte nämlich über diesen Kasten mit den zwei grünen Tastern das Rollband automatisch vor- und zurückkurbeln lassen und sich so sein Ziel automatisch auswählen lassen. Früher, also ein paar Jährchen davor, musste man noch selbst Hand anlegen und ankurbeln, das Rollband hin und her kurbeln, bis man die richtige Position gefunden hatte. Außerdem ist da noch der Spiegel zu sehen, der für das Überwachen des Oberdecks zuständig war. Also dadurch konnte der Fahrer alles überwachen, was im Oberdeck geschah, weil das war ja auch ein Ein-Mann-Wagen und somit war der Fahrer für die Sicherheit der Fahrgäste ganz allein zuständig und musste natürlich da auch ab und zu mal einen Blick hochwerfen. Der Fahrscheinverkauf erfolgte damals natürlich auch noch rein manuell, da war noch nichts mit Fahrscheindrucker. Der Fahrscheinverkauf erfolgte immer auf einem Klemmbrett, das auf dem Zahltisch angebracht war und da konnte man dann die Fahrscheine abreißen und mit dem Stempel, den ihr da seht, entwerten. Nach den Berliner Fahrzeugen, Doppeldecker und Eindecker, möchte ich mich jetzt nochmal den allgemeinen Bauarten dieser Fahrzeuge widmen. Denn es gab ja nicht nur in Berlin MANs und Büssings, die so im Einsatz waren, sondern auch im restlichen Deutschland. Und da hat sich die Bauart etwas vom Armaturenbrett her etwas unterschieden. Das sind nur Kleinigkeiten, aber die sind vielleicht mal ganz interessant zu erfahren. Denn ich musste mich selbst mit der Materie auch auseinandersetzen, denn ich möchte ja genau so einen Fahrerarbeitsplatz, wie er jetzt in Deutschland überall hätte verbaut sein können, nachbauen. Und da funktioniert das Ganze eben ein bisschen anders als in OMSI und den Berliner Fahrzeugen gezeigt. So, ich habe mir hier jetzt mal ein paar Bilder rausgesucht von schönen Büssings und MANs, von den Fahrerarbeitsplätzen jeweils. Man sieht hier jetzt auf diesem Büssing-Fahrerarbeitsplatzbild
als erstes mal diesen elfenbeinfarbenen Hubenknopf, von dem ich vorher schon gesprochen habe, der ja wirklich sehr selten ist und vor allen Dingen eben bei Büssing anzutreffen. Auch auffällig sind hier die zwei Bremsdruckanzeigen mit einem abgerundeten Rand, wie bei Mercedes-Benz, und gleich daneben zu sehen, oben die Kühlwasseranzeige und unten die Öldruckanzeige, die aber einen abgeflachten Rand haben, wie es bei MAN der Fall war. Das heißt, hier wurde schon mal variiert und vor allen Dingen kamen eben bei Büssings eher Anzeigen mit einem runden Rand oder abgerundeten Rand zum Einsatz und bei MAN waren es die Anzeigen mit abgeflachtem Rand. Natürlich gab es da auch immer Ausnahmen der Regel, aber allgemein lässt sich das schon so festhalten. Die zwei Bremsdruckanzeigen haben hier ein Piktogramm, das seht ihr jetzt nochmal im folgenden Bild, das auch charakteristisch war für die alten Standard 1 Busse, denn die neueren Busse haben immer so ein Ausrufezeichen in diesem Kreis, das kennt ihr bestimmt auch. Die älteren Busse verfügen über dieses Zeichen. Was genau das heißt, weiß ich leider nicht. Ich denke mal, es hat irgendwas mit einer Feder zu tun. Aber auf jeden Fall verfügten die alten Busse über dieses Piktogramm. Auch sehr charakteristisch für die Standard 1 Busse war bei der Kühlwassertemperaturanzeige, die sieht man jetzt hier im Bild, das Thermometer, das noch so ein wirkliches Kolbenthermometer war. Heutzutage ist das ein Symbol wie auf folgendem Bild zu sehen. Also da gibt es schon auch kleine, aber feine Unterschiede. Auch jetzt hier zu sehen die alte Öldruckanzeige mit diesem Stab und jetzt folgend zu sehen die neuere Öldruckanzeige mit einem ganz anderen Symbol, nämlich der Ölkanne. Außerdem bei der Tankanzeige zu vermerken ist, dass die alte Version so aussieht wie hier. Das ist die MAN-Version, diese alte Version eben. Und die neue Version hat statt eines Benzinkanisters einfach nur noch ein Zapfsäulensymbol und auch kein V mehr als größten Füllstand, sondern eine komplett andere Skala. Natürlich gab es dann auch extra für Büssing nochmal andere Abwandlungen dieser MAN-Rundinstrumente. Da gab es dann eben die Anzeigen mit einem abgerundeten Rand und zum Beispiel bei der Tankanzeige ganz andere Bauarten oder ganz andere Formen, die da verbaut wurden. Was bei Büssing eigentlich relativ charakteristisch war, sieht man ja jetzt hier bei diesem Armaturenbrett, war, dass so wenig wie möglich Schalter eigentlich verbaut wurden, dass das Ganze bewusst sehr einfach gehalten wurde. Man hat lediglich immer oben rechts die Schalterreihe mit den schwarzen Kippschaltern, die bei ganz, ganz frühen Standard 1 Bussen, wie im folgenden Bild zu sehen ist, ausgeführt wurden. Das heißt, das waren dann immer größere Schalter und keine so kleineren Kippschalter. Diese kleineren Kippschalter kamen eigentlich etwas später zum Einsatz als ihre Vorgänger, diese größeren. Was hier auch schön zu sehen ist, ist, dass dieses Brett aus einem Schaltwagen kommt und somit keinen Gangwahltaster hat. Mit Gangwahltaster sah das Ganze dann etwas anders aus, das zeige ich euch gleich. Nur noch mal ganz kurz eine Anmerkung zu den zwei Türtastern. Hier sieht man auch, die unterscheiden sich von der Bauart absolut von allen, die danach kamen und waren so auch nur für Büssing bestimmt. Büssing hatte eben auch immer spezielle Kontrolllampenanordnungen und meistens diese gelbe Lampe für das Haltezeichen. An diesem Büssing-Brett aus einem Büssing BS 110 V ist noch mal recht schön zu sehen, dass die Anzeigen diesen abgerundeten Rand hatten bei Büssing und auch hier wieder das alte Piktogramm in den Bremsanzeigen. Hier zu sehen ist ein ganz spezieller Tacho, der ziemlich, ziemlich alt ist, er eine ganz andere Anordnung eigentlich aufweist als die späteren Tachos von Kienzle. Bei diesem Brett hier sieht man auch die für Büssing ebenfalls charakteristischen elfenbeinfarbenen Kontrolllampen, die ab und zu mal verbaut wurden. Das war immer Abwägungssache, welche Funktionen eben gezeigt werden sollten. Hier sieht man die eben, diese Kontrolllampen mit einem zusätzlichen Zugschalter. Ich weiß zwar nicht, für was der jetzt genau war, aber da waren öfter eben auch mal zusätzliche Schalter noch angebracht, je nach Fahrzeugeigenheiten. Und hier im Bild zu sehen sind diese ganz alten Kippschalter, die diesen schwarzen Kippschalter noch vorausgingen. Hier sind sie in zwei Ausführungen zu sehen, nämlich einmal in der hellgrauen und einmal in der schwarzen Ausführung. Und auch zu sehen ist der Gangwahltaster, denn hier handelt es sich um einen Automatikwagen. Und der Gangwahltaster war meistens ein dreistufiger Schalter, der eben aus Elfenbeinfarben bis gelblichen Tasten bestand, mit denen man eben vorwärts, rückwärts und Neutralgang einlegen konnte.
Im Zuge hier der Erklärung dieser ganzen Eigenheiten der Standard 1 Armaturenbretter möchte ich auch noch mal ganz kurz auf mein Armaturenbrett eingehen und das mal mit den eben gezeigten vergleichen. Es ist ja noch nicht ganz im fertigen Zustand, aber es sind weitestgehend schon alle Teile vorhanden und somit möchte ich euch jetzt hier mal ein einigermaßen aktuelles Bild noch zeigen. Und hier sieht man, bei mir verbaut sind diese schwarzen Kippschalter, die der ganz normalen Standard 1 Bauserie entsprechen. Das sind nicht die ganz alten Schalter, aber auch keine wirklich moderneren, sondern die ganz normalen Standard 1 Kippschalter. Bei mir eine Besonderheit sind die Beschriftungen auf den Motor-Start- und Motor-Stopp-Tastern, die auch charakteristisch waren für MAN und frühe MAN-Modelle. Und außerdem habe ich zwei ganz spezielle Schalter, nämlich einmal die Fahrerfensterheizung und die Nebelschlussleuchte, die auch dementsprechend beschriftet sind. Und diese zwei Schalter sind eben auch wieder so eine Eigenheit von Bus zu Bus, von Fahrzeug zu Fahrzeug, ganz spezielle Funktionen, die dann eben durch Schalter dann definiert wurden oder ins Armaturenbrett eingebracht wurden. Außerdem besonders bei mir ist, dass ich keine gelbe Haltewunschlampe habe. Die fehlt bei mir gänzlich. Dafür habe ich zum Beispiel eine Lampe für die Sprechanlage, die bei diesem Bus verbaut war und auch dementsprechend noch einen Schalter dafür. Das sind eben diese Eigenheiten, die ich schon angesprochen habe, die vom Bus zu Bus unterschiedlich sind. Da kann man keine Standards für alle Busse festlegen. Das geht einfach nicht. Außerdem sehr besonders bei meinem Armaturenbrett sind die zwei Drehschalter, mit denen die Heizungssteuerung erfolgt. Auch diese sind komplett beschriftet, was für MAN sehr typisch war. Außerdem bei MAN sehr typisch war, dass man alle Schilder und Beschriftungen leicht abschrauben konnte. Bei Mercedes-Armaturenbrettern von Standard-1-Bussen waren die Schildchen meistens festgenietet, was da ein Ausbauen, relativ schwierig machte. Ich hoffe, dass ich euch soweit jetzt einigermaßen diesen ganzen Standard-1, Bus-Content näher bringen konnte. Und vielleicht hat es ja den einen oder anderen von euch interessiert, mal ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen. Auf das Herzlichste bedanken möchte ich mich auf jeden Fall bei Jan Feist, der mir freundlicherweise einige der Bilder und Informationen vor allen Dingen von der ATB zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank an dich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das der Fall war, dann teilt dieses Video doch bitte oder gebt ein Gefällt mir oder schreibt gerne auch einen Kommentar, lasst ein Abo da, wie auch immer. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es gefallen hat und würde dann auch dementsprechend mehr Videos aus dieser Sendereihe bringen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.